Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Reft. Ja, wir haben in der Nacht, oder ich habe in der Nacht, ein bisschen geangelt. Ich habe unsere Angel aufgebraucht, bis sie nicht mehr zu gebrauchen war. Und das Ergebnis sehen wir hier. Ich zeige es nochmal ganz kurz oben in der Kiste. In unserer Essenskiste, wir sind zu dick. Das sind unsere drei Fische, die wir schon gefangen hatten. Und ich habe es extra mal separiert, dass es ein bisschen auffällt. Wir haben also einen wunderbaren Wels, dann eine Seeprasse, zweimal rohe Makrele und Hering zweimal. Ja, und damit war dann die Angel erledigt. So, da haben wir das erstmal gemacht. Da haben wir auch mal ein bisschen Fisch zum Essen. Ich denke, ist eine ganz nette Geschichte. So, ansonsten, wie sieht's aus? Ich glaube, wir würden mal einen Schluck zu trinken nehmen. So, wunderbar. Füllen das wieder auf. Essen ist, glaube ich, momentan okay. Und ich sag mal, wir gehen mal an Land. Ich habe von allen ein bisschen was Reserve dabei. Ich habe auch die Schaufel dabei. Wir können uns ein bisschen Schmutz holen. Denn den werden wir brauchen, wenn wir hier Beete machen wollen. Oder für die Tiere ein bisschen was anbauen. Dann ist das, glaube ich, vonnöten. So, ich schaue nochmal, ob ich hier alles mehr oder weniger habe. Ich denke schon. Jupp, das sieht gut aus. Das andere Schweinchen ist irgendwo. Das ist auch gut. Dann können wir hier drüben, glaube ich, mal in Ruhe die Bäume wegfällen. Da ist es. Ist nicht ganz so wie gedacht. Wow, jetzt kommt es zu uns. Hammer. Denkst du aber alleine, oder? Zum Glück haben wir hier die magnetischen Füße. Oder die Klebefüße, wie auch immer. Ja, das möchte ich nicht runterfallen. Ja, wie gesagt, ich werde hier das Holz mitnehmen. Wir brauchen das zum Ausbauen. Na klar. Denkst du dir, oder was? Wo ist das hin? Hilfe, Hilfe, ich häng fest. Ich muss hier mal auf die Kurve. Ich muss hier auf die Kurve. Hammer. Nee, lass mal. Hör doch mal auf mit dem Scheiß, Mensch. Gut, dann muss ich ernst machen. Okay, dann halt so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schläge es waren, aber bringt uns Leder und Essen. So, nehmen wir uns gleich den zweiten vor. Ich glaube, das überlebt man noch. So, ich sammle mal die Blüten trotzdem hier ein. Denn ich hatte ja gesagt, ich nehme alles mit. Na, das ist alles was für die Müllpresse. Ich kann es nur immer wiederholen. Viele lassen das vielleicht liegen, bin ich so voll. Das ist schlecht. Oh wow, uns geht's gar nicht gut. Okay, es wächst schon wieder. Knappe Geschichte, muss man aber auch mal testen, oder? So. Schön. Wunderbar. So, dann sind die erstmal weg, dann habe ich jetzt Ruhe. So, hier habe ich also nichts. Hier war auch nichts weiter. Da hinten hat man schon geschaut. So, ich hole mir mal die Bäume hier vorne, die drei Stück, die es noch sind. Ja, vielleicht findet man da oben noch eine andere Frucht. Wir hatten ja gerade ein bisschen Ananas hier bekommen. Die würde ich auch mal essen gleich. Dann kann sich unser Leben wieder aufbauen. Wie gesagt, ich nehme das trotzdem mit. Jo, wir sind eigentlich relativ ziemlich voll. Das sind blaue Samen, die brauche ich nicht. Wie sieht das überhaupt aus mit Holz und Palmen? Ja, kriegen wir noch hin, ne? So, ich schau mal. Was haben wir hier? Normale Palme. Könnte der Samen gewesen sein. Wäre natürlich auch mal was in naher Zukunft, wenn wir selber Bäume anpflanzen wollen. Aber, wie gesagt. So, haben wir. Sehr gut. Ja, da oben sind auch noch ein paar Bäume. Da müsste auch noch ein Schweinchen sein. Dann gibt es auf dieser Insel drei Schweine. Da vorne hätte man eine Ziege und ein Dodo habe ich auch schon gesehen. Rein theoretisch. Oh, was ist denn das? Hier kommen wir doch mal hoch. Komm. Oh no.
Backt das hier in der Insel so was Wertvolles? Komm, Welle. Komm schon. Hat's das weitergetrieben? Nee, hä? Schade. Na gut. So, okay. Ja, toll. Denkst du dir so, hä? Du, was habe ich denn jetzt dabei? Keine Ahnung, wo ich das hingetan habe. Da haben wir schon mal nichts dafür. Das ist alles voll. Das machen wir mal so. Pflanzen. Haben wir ein paar blaue dabei? Und ein paar weiße. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Hier können wir mal was rüber tun. Ja. Das kommt vorne hin, das kommt vorne hin, das kommt auch vorne hin. So, was haben wir hier? Ach, übrigens, beim Angeln habe ich noch so einen Turnschuh gefunden. Ich glaube, da kann man auch irgendwie was reintun oder was. Können wir uns mal in Ruhe anschauen. Wenn wir Zeit dafür haben. Jetzt würde ich mal gerne hier nochmal gucken. Ne, wir haben nichts mehr. Und das sind die Clipper-Dinger. Jo, gut. Dann würde ich das mal ganz kurz hier ein bisschen zuordnen. Das ist voll. Und hier haben wir Holz. Okay. So. Nimm das mal weg hier. Oh, Leder haben wir hier noch, sehe ich gerade. Die Kisten können wir dann auch mal irgendwann rüberräumen, ne? Das können wir mal mitnehmen. Leder haben wir sowieso hier. Ja, das sind wir, glaube ich, erstmal voll. Warte mal, das mache ich mal anders. So, das kommt hier rüber. So, jetzt schauen wir mal, was wir für die Schmieden brauchen. Schmieden, Schmieden, Schmieden. Hier. Da brauchen wir auf alle Fälle 8 Holz. 8 Holz. Schrott haben wir dabei und Nägel. 8 Holz. Mal hier mal schauen. 8 Holz brauchen wir, also 7 Stück noch. Haben wir das gerade alles schon wieder verbraucht? Kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Wir haben da gerade Holz geholt. Wo habe ich denn das reingesteckt? Auf den Grill etwa? So, mal kurz geschaut. Also ich brauche 8 Holz, Schrott habe ich und Nägel. Nägel haben wir drüben. Nehme ich mal hier. Von hier. Holz. Ach hier, das hatte ich rübergetan. Sowas. Gut. Weiß ich noch nicht genau, ob mir das so hundertprozentig gefällt. Deswegen mache ich nochmal eins so hier. Bis ich mich dann entschieden habe. So. Bist du hier? Toll. Na gut. Gut, dann stelle ich die jetzt erstmal hier hin. Wir haben... Eins... Zwei. Drei. Und vier. So, haben wir noch Holz? Haben wir noch. Dann könnten wir rein theoretisch hier noch ein bisschen was für den Clipper reinhauen. So. Damit wäre das Holz alle. Sehr gut. Und ihr seht schon, ne, so kann es gehen.
da ist ja Fisch drin. Sehr gut. Ja, ich würde eigentlich, würde ich gerne nochmal auf die Insel zurückkehren. Und so machen wir das auch. Ich tue das mal hier rüber mit. Leder, keine Ahnung. Ich tue es mal hier mit rein. Das kommt hier mit rein. Okay. Tue ich den Speer hier mit dazu. So, gut. Schauen wir doch mal. Gehen wir einfach mal links rum. Ich weiß nicht, kann man da vorbei? Ne, da kann man glaube ich nicht vorbei. Dann werden wir hier vorne machen. Ich glaube, hier vorne war ja der Händler. Da können wir mal schauen. Da gibt es auf alle Fälle Früchte und noch ein paar Bäume. Und dann können wir auch hochgehen. Ne? Die Schweine werden nicht so schnell nachspawnen und wir können auch als erstes nochmal in die Höhle gehen. Guck dir das an. Das ist schon niedlich irgendwie. Guck mal, und da haben wir noch ein Bäumchen. Sehr schön. So, Pflanze nehmen wir mit. Hier oben gibt es nichts. Noch eine Pflanze. Da ist auch nichts. Ja. Gut, dann Schaufel raus. Schön. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Damit haben wir das schon mal. Mhm. So, hier drüben auf der Seite waren wir da schon gewesen, weiß ich gar nicht. Können wir auf alle Fälle gleich mal erledigen. Alles abgrasen. Na komm. Ja, Pflanzen hat mir geholt, genau. Schöne Sache auf jeden Fall. So, hier haben wir Melone. Kokosnüsse. Und Samen. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht trotzdem noch was. Das erinnert mich auch, dass ich auf dem Schiff noch mehr Beleuchtung bauen muss. Ja. Definitiv. So, ich schau mal. Wir sind rein. Ja, wir sind ganz schön voll. Deswegen esse ich das mal. Und auch die Mango. Was haben wir noch? Melone. Eher weniger. Die wird nicht so schnell alle. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr seht was. Und wir... Entschuldigung. Wir machen uns auf den Rückweg. Weil einfach vielleicht zu dunkel. Ne? Ich schlafe das mal schnell weg. Dann haben wir wieder klare Sicht. Ich wünschte, dass er so die Kanten ein bisschen einfach mal drüber laufen würde. Aber was nicht ist, kann man nicht ändern. So, wir haben beim Händler auf alle Fälle noch mindestens zwei Bäume stehen. Hallo. Und ich frage mich gerade, ob wir mal das Gewehr ausprobieren wollen. Gewehr für... ja. Wo ist mein Boot? Da. Das Gewehr für die Tiere. Na? So. Gut, mein Bett war hier oben. Sehr gut. Okay, da sind wir schon wieder. Pilze können wir rüber tun. Das können wir rüber tun. Und ich tue auch mal die Samen mit rein. Das sind Baumsamen. Aber ich tue die mal woanders hin vielleicht. Die fliegen weg. Definitiv. So. Schau mal, wo wir es haben. Hier. Das kommt dahin. Erde und das kommt dahin. Machen wir mal so. Okay. Den Nagel brauche ich eigentlich nicht mehr. Für den Moment. Gut. Trinken, essen. Halt.
Goodie. Läuft. So, Fische tue ich mal rüber. Dann sehen wir nämlich besser, was wir haben. Dann können wir mal immer drei rausnehmen oder so. Wäre auch eine Idee, ne? Gut, die Schaufel kann ich eigentlich auch da lassen. Wo hatte ich die hergezaubert? Ich glaube von hier. Sehr gut. So, drüben waren wir. Dann heißt es jetzt noch Händler und nochmal hoch. Und dann kommen wir noch ein bisschen was an Holz. Und was noch? Ja, und oben noch die Kiste. Da müsste auch noch was drin sein. Ne? Vielleicht finden wir oben auch noch ein paar Früchte. Und ich gehe davon aus, oben haben wir noch ein Schweinchen. Das heißt, es steht nochmal Fleisch auf der Speisekarte. War hier auch noch eine? Nee. So, wie sieht's hier aus? Irgendeine Pflanze. Ja, ich finde das schon, wenn wir die Möglichkeit haben, alles zu verwerten, dann können wir das auch mehr oder weniger alles mitnehmen, ne? Hier war nichts. So, hier ist eine Melone. Sehr gut. Und da ist das Schweinchen. Also mit Hochspringen funktioniert nicht, ne? Ja, ist ein bisschen... Halt, bleib mal stehen. Rondo. Zum Glück haben wir hier keinen Fallschaden. Also das Tier hat sich auf alle Fälle alles gebrochen, ne? Auf alle Fälle haben wir jede Menge Leder und ich glaube, es gab da ja auch so eine Art Lederpanzer oder sowas, ne? Oder Rüstung, irgendwas. Können wir auch mal schauen. Das wird vielleicht für den späteren Verlauf nochmal eine interessante Sache werden. Also hier hatten wir drei Wildschweine drauf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ich schau mal erstmal hier rum. Hier haben wir ein Bäumchen. Mhm. Okay, geh mal hoch. Geh erstmal hier rum. Ob wir hier noch was an Pflanzen haben. Oh, ein Lama. Also so eine Insel, die bringt einen schon ein bisschen voran, ne? So, da gehe ich gleich hoch. Da ist eine Ananas. Können wir nicht mitnehmen. Warum nicht? Können wir was rauswerfen? Palmensamen. Weißes Blümchen. Weißt du was, ich nehme dich mit.
So, da ist nichts rausgefallen, sehr gut. Hier ist nichts. Ja, und dann sind wir wahrscheinlich so voll, dass wir wahrscheinlich erstmal hier abbiegen sollten. Wo ist mein Reft? Da hinten. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, wir sollten uns noch eine Axt mitnehmen. Oh, die wackelt ganz schön, du. So. Holz. Das ist nix. Okay. So, wunderbar. So, was haben wir hier noch? Das sind Rezepte. Pfeil und Bogen, das kann ich mal mit rübernehmen. Das sind zwei. Die haben wir schon eine ganze Weile. Ich würde die jetzt mal aufmachen. Dann haben wir heute eine Überraschung. So, einen Becher, einen schöneren und einen schönen Stuhl. Wunderbar. So. Tun wir das nochmal hier mit rein. Sehr gut. Die Blümchen hier. Bum, 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 bum. Und ich glaube, Leder hat man hier nicht drin. Genau. Okay, gut. Dann brauche ich eine neue Axt. Werkzeug. Axt. Steinseil. Haben wir alles. Sehr gut. Gut. Dann gehen wir nochmal rüber. Da ist oben noch die Kiste. Wir haben noch zwei Bäume da oben vielleicht. Na, dann haben wir noch mindestens zwei Bäume beim Händler drüben. Also es kommt Holz rein. Aber es reicht nicht jetzt wirklich aus, um dass wir das ausbauen können. Ne? Da hätte ich gedacht, dass wir genug Ressourcen haben, aber dann ist das halt so. Na, das machen wir jetzt auf alle Fälle noch zu Ende in dieser Folge. Und dann können wir vielleicht schon wieder einen See stechen. Aber ich sag mal, das ist schon eine etwas größere Inselanlage und die würde ich eben auch gerne dann voll mitnehmen wollen. Ja. Das kann man nicht looten, aber hier haben wir Beeren, Ananas, Tülü, Bäume. Kein Problem. Ja, und dann ist noch die Frage, ob wir das Lama mitnehmen. Bringt uns zwei Wolle. Zwei Wolle sind ein Müllwürfelstück, Brocken, was auch immer. Rezept Mango Nana, sehr schön. Okay, dann war es das, glaube ich, hier. Das können wir nicht erbauen, oder? Nee. Gut, da hoch kommt man ja leider irgendwie nicht. Okay, gut, dann auf zum Händler. Sollte das hier erstmal gewesen sein. Ja, also irgendwie muss man bei den Wildschweinen ausweichen, ne? Das ist bestimmt auch nicht so schwierig, aber naja. Ja. Der hat hier herrliche Musik auf seiner tropischen Insel, Wahnsinn.
Apropos, wir könnten mal ein paar Köder kaufen. Ich habe doch drüben Müllwürfel. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Wir könnten mal ein paar Köder kaufen. Das werden wir auf alle Fälle heute noch machen. Das werden wir machen, definitiv. Ein paar Köder von den guten. Dann kriegt man nämlich die guten Fische, die können wir ihnen dann für besseres Zeug verkaufen. Dann kriegt man auch, ich glaube, irgendwelche Münzen. Was sind das? Ja, und das ist mir doch auf alle Fälle mehr wert, als wenn wir es nicht tun. Wir haben Planken übrig, das geht ja gar nicht. So, Melone. Hier Kokosnuss essen. Nee, keine Planken übrig lassen. Einfacher Angelköder, Kunststoff, Plastik, Schrott. Chili, das ist bestimmt für Rezepte hier. Nicht schlecht. Okay, Rezepte Luxwells. Wow, wir hatten einen da. Lufthorn und dann Kompass und Garderobe, auch nicht schlecht. Dann kann man hier noch was freischalten, ne, wenn man wahrscheinlich hier das Ansehen gesteigert hat. Dazu muss man aber diese Dinge hier ihm verkaufen. Gut. Wenn ich jetzt ihm was verkaufe. Verkaufen kann ich nur das und kaufen kann ich die Köder. Und die Köder kosten einen Müllwürfel. Ich glaube, wir haben 2 oder 3. Ja, machen wir das mal, oder? Wenn der Weg nicht so weit wäre. So ein kleines Jetski wäre auch nochmal was. Ja, mir die Tiere weiß ich noch nicht. Ich bin eigentlich noch nicht so weit, dass ich mir hier die Tiere ranholen kann. Ich hätte Ressourcen, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich habe auch bestimmt die Technologie. Aber nicht auf Krampf, sage ich mal. Es kommt wieder eine Insel. So, hier haben wir nichts drin. Ich würde mal... Ne, die Müllwürfel haben wir wenn dann hier oben bestimmt. Da sind sie. So. Was sehe ich denn hier? Weg. Okay. Das haben wir. Die nehme ich mit. Okay. Gut. Dann muss ich nochmal hier rein. Hier sind die Blumen. Dann der Clipper ist hier. Das kann hier hoch. Und ich würde mal sagen, ich mache es uns hell, oder? Dann sehen wir das besser. Das heißt, wir legen uns mal hin, schlafen eine Runde, sind gleich wieder da und können jetzt, wenn es alles gut geht, wenn wir ankommen, ist es dann schon etwas heller. Ich hoffe, dass die Schweine jetzt nicht schon wieder da sind. Auf der anderen Seite gibt es halt nochmal schönes Fleisch, ne? Und Leder. Weil ich hatte irgendwas gesehen, dass man sich was bauen kann. Ein Kopfschutz, ein Schutzpanzer und ich glaube, es war noch irgendwas für die Oberschenkel oder so. Ja, schau mal einer an. Ja, da würde ich mal sagen, wir kaufen gleich mal für den ganzen Müllberg hier Köder. Und dann machen wir uns eine Angel und dann kann ich nachts vielleicht immer angeln. Es gibt ja nur den einen. Ich denke mal, mit dem kommt dann noch andere, weil man kann mehrere Köder auswählen. Das haben wir von uns. Oder ich habe das die Nacht schon gesehen. Beginner Merchant, also anfänglicher Händler oder sowas. Oder irgendwie sowas. Was ist das? Nix. Okay, dann gehen wir zurück, würde ich sagen, wir legen ab. Tiere lasse ich zurück. Wir kommen bestimmt wieder an eine Insel, wo wir uns Tiere zulegen können. Vielleicht schneller, als wir wollen. Denn ich brauche nämlich auf alle Fälle
Ressourcen für den weiteren Ausbau. Ne? Und hier haben wir jetzt wirklich alles abgefarmt. Ja, was soll ich sagen? Ich würde eigentlich gerne mal so eine Taube zu fassen kriegen. Das heißt, ich müsste da mal richtig wahrscheinlich zweimal den Speer reinrammeln. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. So, was haben wir denn jetzt hier dabei? Köder haben wir dabei. Ich glaube, die können wir mal hier reintun. Gut, dann haben wir noch Holz. Ja, gut. Ich würde sagen, wir legen hier ab. Ich mache das mal. Keine Ahnung. Ich drehe mal nach links. Und wir nehmen den Anker raus. Und dann schauen wir mal. So, schöne Sache. Ja. Von wo kommt denn hier der Wind? Wo haben wir denn hier die Fackel stehen? Ja, die Fahne meine ich, nicht die Fackel. Apropos Fackel, fällt mir auch noch was ein. Das können wir rüber tun. Okay. Ja, ich tue die mal hier aufstellen vielleicht, oder? Dann sieht man es. Gut. Das läuft. Das können wir auch zurück tun. Gut, ich esse mal zwei Melonen. Die bringen ziemlich gut Wasser, ne? Ja, ich hätte gesagt, die ist eigentlich dort nicht schlecht, aber so richtig gefällt es mir nicht. Das gefällt mir besser. Wir kriegen was. Ich nehme das hier raus. Ich weiß ja nicht, wo die Reise jetzt hingeht. So, das haben wir gemacht auf alle Fälle. Das ist so, wie ich es will. Hier haben wir das auch. Das haben wir auch schon mal gebaut. Wunderbar an sich. Wenn ich den hier wegnehme, ist dann der Rest hier drinne weg? Höchstwahrscheinlich. So, du kommst definitiv woanders hin. So, komm mal daher. So, einmal drehen. Ich stell dich hier hin. So, ist da noch was drin? Ne, jetzt ist es leer. Gut, ist auch nicht so schlimm. Es war irgendwie eine ungerade Zahl. Ich hätte wahrscheinlich mal probeweise 10 von den Blättern mit reintun müssen. Dann hätte es sich vielleicht auf 0 amortisiert. Aber genau wissen, tun wir es nicht. So, weißt du was? Ich mach das mal so. Ja, so gefällt mir das besser. Okay, halt, nee. Das kommt mal dahin. Glas haben wir hier auch noch. Das können wir auch nochmal mit raustun. Ich glaube, wir hatten ja schon irgendwas mit Glas, ne? Genau. So, wo war denn der Clipper drin? Nirgends. Dann werfe ich den hier mit rein. Hier hat man den, okay. Wuppdiwupps. Passt nicht rein. Nehme ich zwei Stück mit. Die kann man oben noch reintun. Und ich kann mal hier sammeln, glaube ich. Jupp. Na, und so geht das doch bedeutend schneller, oder? So. Läuft. Hier ist auch noch ein Netz drin. Ja. Okay. Hä? Wir stehen.
Der Wind kommt von dort, wir sollten in die Richtung treiben. Oh, das passt schon. Ganz in Ruhe. Und dann mit dem Ruck. Ich würde uns vielleicht mal... Hallo? Ein Stück drüber, ist das gut? Na, ich weiß es nicht. So, okay. Wahrscheinlich muss ich hier nochmal ein bisschen was umbauen, denn ich will die Träger unten will ich anders haben. Ich will eigentlich die Träger weg haben. Ich habe festgestellt, dass man das mit diesen Querträgern machen kann. Und dann bräuchte ich nämlich die Stützen nicht. Das wäre für mich eigentlich eine interessante Option. Und die würde ich eigentlich auch gerne dann umsetzen. Ich glaube, so schnell sind wir nicht, aber das stört mich eigentlich auch nicht. So. Na, und ihr seht, es kommt ein bisschen was rein. Mir reicht das eigentlich, was reinkommt, sage ich ganz ehrlich. So, ich trinke was. So, und dann können wir nochmal schauen, ob hier noch was zu essen fertig ist. Nehmen wir mal das. So. Ja. Gut, okay. Was habe ich jetzt hier drin? Clipper war noch hier irgendwie, ne? So, passt. Ist das Dings an uns vorbeigegangen? Das Fass? Nee. Irgendwo muss es sein. Da ist es. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Wie liegt man der Zeit? Ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Und auf bald.